Wir sind auf der IFA zur Rollei gerollt und da bin ich immer ganz gerne. Insbesondere bin ich aber gerne, wenn ich mit Felix Göbel, dem Product Manager, sprechen darf. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei uns auf dem Stand hier auf der IFA 2018. Wir reden über so 3-4 verschiedene Sachen hier bei Rollei, aber ich bin in eins sofort hineingelaufen, Dashcam. Das ist ja ein Riesenthema. Ich hatte erwartet, ich sehe gar keine mehr, weil das ja alles nicht erlaubt ist. Was ist der Grund, warum stellt Rollei hier eine Dashcam aus? Naja, es gab ja ein Einzelurteil in Karlsruhe und da wurde die Dashcam halt eben auch als Beweismittel akzeptiert. Wir haben für unsere Dashcams eine spezielle Firmware entwickelt und die zeichnet nur auf, wenn auch wirklich was passiert. Und dann eine Minute davor und eine Minute danach. Das heißt, da ist ein G-Sensor drin. Wenn ich auf die Bremse gehe oder irgendwo reinknalle, dann nimmt die Kamera es da auf und speichert ab. Und falls mich einer schneidet zum Beispiel, habe ich auch noch die Möglichkeit, eine manuelle Auslösung zu machen. Und dann auch wieder eine Minute davor, eine Minute danach wird die Datei gespeichert und ist dann als volles Beweismittel nutzbar. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann eine softwaregesteuerte Geschichte? Also hat man sozusagen, hat Rollei die Features der CAM den gesetzlichen Möglichkeiten angepasst? Wie muss der Endverbraucher sich das vorstellen? Der Endverbraucher stellt sich das so vor. Wir im Produktmanagement haben uns das Gerichtsurteil mit dem Anwalt durchgelesen und haben dementsprechend die Firmware mit unseren Partnern erarbeitet. Und Herr Lagmann, sein Fachbereich das ist, der hat diese Dashcam, diese Software mitentwickelt. Und die Gegebenheiten, und dann fährt er natürlich auch Probe. Dann fährt er und guckt, ob die Kamera auslöst, ob das alles so passt, ob das ordentlich gespeichert wird. Und so wird es so wie wir es haben möchten und so, wie es dann auch für den Verbraucher optimal ist, die Software entwickelt. Aber es ist natürlich nicht so gedacht, wenn ich diesen manuellen Auslöser betätige, der hört dann auch nach einer Weile auf, weil ich könnte jetzt sagen, ich krieg's die aus und drück da immer dran herum. Und im Zuge des Freisprechens Erfordernisse, ich soll ja bitte meine Hände am Steuer lassen. Ja, richtig. Also er nimmt eine Minute davor auf, eine Minute danach. Es ist halt eben ein Tool, die Dashcam ist für Ihre Sicherheit oder für die Beweislast optimal und darauf konzentrieren wir uns. Macht aus meiner Sicht auch Sinn. Reden wir mal über so ein paar ganz banale technische Features. Was kann die? Wie lange hält die? Muss ich die aufladen? Hängt die am Bordnetz und sowas? Genau, also die wird über 12 Volt einfach angeschlossen und startet automatisch mit dem Auto. Ich habe ein 2,7 Zoll Display oben mit drauf montiert und das kann ich auch ausstellen. Also ich zum Beispiel bei Nachtfahrten mag da kein extra Display haben. Da habe ich mein Display von meinem Auto und dann schaltet sich das Display automatisch aus. Aber die Kamera ist aktiv und sobald ich in die Bremsen reinsteige, zeigt er auch an, hallo, es war ein Emergency und ich nehme das Ganze dann halt eben mit auf. Ansonsten, der G-Sensor ist ein Riesenpunkt. Der Weitwinkel mit über 118 Grad, dann habe ich auch die komplette Straße mit drauf. Und natürlich auch im Lowlight-Bereich. Also wir haben Full HD, wir haben bei schlechten Lichtverhältnissen trotzdem noch, dass man die Kennzeichen und alles Relevante erkennen muss, kann. Ja? Und das sind so die Eckdaten. Und das Wichtigste ist wirklich, er nimmt auf, wenn es zu dem Unfall kommt. Also ich denke, da wird ja auch viel gesundes Halbwissen geprahlt auf der Welt. Ja. Aber man kann einfach festhalten, innovatives Produkt und der Konsument, habe ich gesehen hier am Stand, es ist jetzt bald schon im Handel und es ist nochmal die Wiederholung, es ist legal, ich baue mir da nichts ins Auto, was ich nicht darf. Richtig, ganz genau. Also der Gerichtshof hat ja gesagt, es ist nicht legal, wenn die Kamera die ganze Zeit aufnimmt. Datenschutz, ich kann mir leider keine Actioncam oder sowas reinmachen. Und das passiert bei unserer Cam eben nicht. Wieder durch diese Firmware, die quasi nicht speichert und erst speichert, wenn halt eben auch wirklich der G-Sensor auslöst. Jetzt hüpfen wir mal in ein ganz anderes Thema. Da muss ich Sie jetzt foppen. Ich habe hier eben was gesehen, haben Sie gar nicht mitbekommen. Da habe ich schon so ein bisschen geschnüffelt und da sagt mir einer, das sei eine Sofortbildkamera. Was soll ich denn damit? Ja, Sie sind wahrscheinlich auf unsere Rollei-Flexi-Training gegangen und haben gesagt, wo bin ich jetzt hier? Das ist ja die IFA. Ja, wir haben Rollei Flex einfach nochmal neu gemacht und dann im Zuge des aktuellen Trends mit Sofortbild. Also wir benutzen dort die Instax-Filme und ich habe eine Rollei Flex mit manuellen Einstellungen. Also ich kann die Belichtung mit selbst einstellen, ich kann Doppelbelichtung machen, ich kann meine Blende mit justieren, ich habe einen Blitz und das alles direkt auf einen Instax-Film, ja. Finde ich absolut abgefahren. Ich bin in so hohem Alter, ich weiß noch, was so eine Sofortbildkamera ist, aber egal. Ja, es ist einfach nochmal eine andere Art, die Kamera in die Hand zu nehmen und von oben reinzuschauen, also einen richtigen Sucher mit Lupe, mit allem, was die Rollei Flex damals hatte und groß gemacht hat.
Prima, da bedanke ich mich. Aber bevor ich Sie jetzt hier entlasse vom Interview, lesen Sie mir doch einmal noch mal aus der Glaskugel, weil da blicke ich jetzt gar nichts mehr. Was in aller Herrgottsnamen ist das? Das ist hier unser Lensboard, also ein neues kreatives und auch ein Trend momentan der Fotografie. Und da schaut man einmal mal durch oder fotografiert durch mit seiner Optik und das Objekt, was man fokussiert, spiegelt sich bzw. ist einmal umgedreht in dem Lensboard gefangen und damit kann man ganz aufregende Fotos machen und die gibt es jetzt auch von uns in drei verschiedenen Größen. Da muss man drauf kommen. Toll, liebe Firma Roller, lieber Herr Göbel, herzlichen Dank. Das war jetzt hoch innovativ, aber auch irgendwie lustig. Tolle Messe noch. Dankeschön, Ihnen auch.